Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute soll es um die Caveco Grip Bleistifthülse für den Apple Pencil der ersten Generation gehen. Hier habe ich einen Apple Pencil der ersten Generation. Dieser ist sehr, sehr rutschig und rund und das ist ein Problem. Wenn ich schreibe, rutschen nämlich meine Finger hier hin und her und rund ist deshalb ein Problem, dass wenn er einen Schubs kriegt, rollt er den Schreibtisch herunter, knallt auf den Boden und ich brauche einen neuen. Das ist doof. Weiterhin habe ich hier den Schwerpunkt im hinteren Drittel. Das ist beim Schreiben jetzt nicht so toll. Also ich hätte lieber hier den Schwerpunkt auf der Mine, also hier vorne. Deswegen habe ich mir den Caveco Grip gekauft. Das ist eine Hülse. Hier habe ich nämlich so eine kleine Finger. Die würden sich dann oder die pressen sich dann hier so an den Apple Pencil und halten die dann fest. Die umklammern den quasi. Das Ganze funktioniert so, dass die, also hier beim Griffstück ist konisch. Und wenn ich jetzt die hier drauf schiebe, dann presse ich die kleinen Finger direkt an den Apple Pencil und der sitzt dann hier bombenfest drin. Das Tolle ist, dass ich hier dass die Kappe hier noch abziehen kann und kann den dann direkt laden. Das heißt, ich kann hier mein Adapterstück aufstecken, Lightning-Stecker rein und dann geht's los. Der Schaft hat ein orthogonales Design wie viele Stifte von Caveco, hat hier den Schriftzug drauf Caveco und die Typenbezeichnung Grip for Apple Pencil. Das Ganze ist aufgedruckt, aber ich habe den Stift jetzt seit anderthalb Jahren. Also da passiert doch nichts, rubbelt sich nicht ab. Habe ich jedenfalls noch nicht geschafft. Möchte ich auch nicht, denn ich finde, das sieht gut aus. Hier habe ich dann noch ein silberfarbenes Band. Das Band wird hier aufgegriffen vom Apple Pencil hier oben. Und ich finde, das sieht sehr harmonisch aus. Das Ganze geht dann über hier in ein Griffstück. Da ist eine Art Kreuzschraffur drauf. Also es ist eingefräst. Und das ist toll, denn wenn man hier die Finger dran hat, das sitzt bombenfest. Also macht Spaß zu schreiben. Das Ganze ist aus Aluminium, also es fässt sich auch sehr, sehr wertig an. Toll ist auch am Griffstück hier, dass das ein bisschen dicker ist und liegt eigentlich so wie so ein Füller in der Hand, also richtig schön. Das Ganze geht dann hier noch weiter. Hier habe ich 7 Ringe, die verjüngen sich dann und gehen auf die Form des Apple Pencils über. Also sehr, sehr harmonisch. Ich finde das toll. Also man kann so wunderbar hiermit schreiben. Ja, kommen wir jetzt zu den Spezifikationen. Im zusammengeschraubten Zustand ist die Hülse minimal 133 mm lang. Wenn ich die Hülse aufschraube, dann ist sie maximal 139 mm lang. Der Durchmesser des Griffstücks beträgt 12 mm. Nur das Gewicht der Hülse beträgt 13 Gramm. Mit Apple Pencil sind es 35 Gramm. Die Länge der Hülse mit Apple Pencil sind 176 mm. Der Stift hat mich 34,50 Euro gekostet und wurde in dieser schönen Blechdose geliefert. Wie man sieht, passt die Hülse mit dem Stift hier nicht mehr in die Blechdose rein. Ich habe mir so geholfen. Ich habe hier die Originalverpackung vom Apple Pencil genommen. Hier passt nämlich der Stift ganz wunderbar herein. Oh, jetzt ist hier der Connector rausgefallen. Den steckt man hier hinten dann drauf und kann dann den Lightning-Stecker da reinstecken. Funktioniert gut, wenn man nicht verliert. So, schiebt man drauf, sitzt super fest. Ich schmeiße ihn dann so in meine Arbeitstasche rein und hatte noch nicht das Bedürfnis, mir einen anderen eine andere Tasche zu kaufen. Funktioniert ganz gut. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie der Stift schreibt. Man kann auch mit zeichnen, ganz wunderbar. Jetzt kommt der Standardsatz. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Das Tolle ist hier bei der App, wenn man sich verschrieben hat, das ist GoodNotes, dann kann man hier einfach wegkillern, aber man kann quasi jede einzelne Farbe wegkillern. Das ist ein Plus. Also wenn man jetzt Mitschriften hat, kann man dann halt so drauf. Also man kann alles verschicken, man kann es wegkillern. Ist nicht schlecht. Der Stift hat hier drauf natürlich null Feedback. Also er gleitet hier richtig smooth auf der Glasplatte drauf. Ist eigentlich ganz nett.
Aber es hat keinen Füllersatz. So, kommen wir zum Fazit. Nee, stopp. Den Füller gibt es hier in Schwarz, so wie ich ihn habe. Ich fand den damals gut und finde ihn immer noch gut in Schwarz. Dann gibt es noch ein Anthrazit, Silber, Gold und Roségold. Jetzt kommen wir zum Fazit. Ich finde die Hülse mit dem Stift einfach fantastisch, weil hier vorne liegt jetzt der Schwerpunkt durch das Griffstück und nicht mehr hier hinten. Das heißt, der Stift, der liegt hier immer auf meinem Mittelfinger auf. Das heißt, ich habe hier immer den Spitzendruck hier vorne und ich kann ganz smooth damit schreiben. Also er liegt einfach fantastisch in der Hand. Hier mit die Finger können ihn ganz schön einspannen. Also ich finde das Ding saugut. Ich hatte mir damals noch was aus Silikon gekauft. Also es war so eine Hülle, so ein Sleeve, was man hier auch noch überziehen konnte. Das war aber nichts. Also das hier ist um Welten besser. Es sieht super aus, wie ich finde. Von der Haptik her fantastisch. Also es ist richtig, es fässt sich sehr, sehr hochwertig an. Schreibgefühl mit dem, also hier, wie man jetzt anfasst, finde ich super. Von der Länge her, na gut, ist vorgegeben vom Apple Pencil. Aber dadurch, dass der Schwerpunkt jetzt hier vorne liegt, liegt der halt auch super in der Hand. Also von mir gibt es da eine klare Kaufempfehlung. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich habe ein iPad Pro, ein älteres, das kann ich mit der zweiten Generation von dem Apple Pencil, also funktioniert das nicht, aber es gibt jetzt die neuen iPads, die funktionieren alle mit dem Apple Pencil 1 noch. Also hier mit dem, ich würde mir immer für den Apple Pencil 1 diese Hülse von Kaweco wieder kaufen. Also ist einfach fantastisch. Klare Kaufempfehlung von mir. Wenn euch das Review gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch mehr hören wollt, dann abonniert mich oder guckt einfach noch ein Video, was bis jetzt schon in der Videothek ist. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Macht's gut und habt noch einen schönen Tag. Ciao!